Aktuell sehe ich mich halt mehr erst in der Arbeit, aber ich merke, langsam bin ich ready für die Beziehung. Ich glaube, Bewusstseinsarbeit passiert halt im Konkreten. Ja, weißt du, ich meine? Nicht durch Meditation oder durch Bücher lesen, sondern durch, oh, meine Partnerin hat gesagt, sie will nicht mit mir zusammen sein. Das fühlt sich scheiße an. Wie kann ich damit sein? Eine Waldwanderung am frühen Morgen. Versuche nicht von den Brennnesseln gestochen zu werden. Oh, wow, beautiful. Białowieża Forest. Der letzte Urwald in ganz Europa. Unzählige Hektar, großes geschütztes Gebiet. Und hier ist auch das Zuhause der Wisente, europäischen Bisons. Riesige Tiere, die vor 100 Jahren hier komplett ausgestorben sind, weil sie von Wilderern und jagdwütigen Zaren komplett erlegt wurden und dann aber Stück für Stück wieder hier angesiedelt. Und jetzt gibt es wieder einiges an Tieren. Basti aus unserer Gruppe hat letztens schon eins gesehen, als er hier auf Streifzug war. Ich leider noch nicht, aber wir werden die nächsten Tage, nachdem wir jetzt eine Woche richtig geballert haben und echt richtig viel Gas gegeben haben, viel Transformation, viel Clarity, viel Workshops, viel Work, jetzt die nächste Woche ganz stark auch im Zeichen der Erkundung. Hier ein bisschen Erkundung haben wir schon gemacht, aber das möchte definitiv noch mehr werden, was hier im Urwald auf uns wartet. We have reached our destination. Morning plunge in the Narewka. Oh. Oh. Holy shit, is that beautiful. Oh yes. Good morning. Ready for another epic quest day. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schön fühlt sich das an? Wie ist das, das fühlt sich sehr schön an. Wie fühlt sich für dich aneinander? Ganz doll schön. Ja, super, ja. Ich bin da. Ganz doll schön. Die Mama ist auch immer dabei, ja? By an airplane. And I just see if my, how does my body respond. And it's swaying slightly backwards. Mm-hmm. So I don't feel like buying an airplane. Do I want to show more unconditional love? And that's a clear yes, because I'm swaying forward. And you can do this with anything. Mm-hmm. You already have a part for one of your first YouTube videos. Yeah. Congratulations! I was actually thinking, oh, I could make a whole experiment for an entire day. That's beautiful. Mm-hmm. You want to try that, David? It might land on several YouTube channels, but just do your thing. Was ist die Frage? Naja, ob ich hier machen will. Mhm. Oder nicht? Nee, nicht oder. Sonst gab es ja keine klare Antwort. Will ich es hier machen? Mhm. Ja, schon. Ich glaube schon. Ich merke bei mir, dass ich auf jeden Fall nicht genug Raum einnehme. So. Das ist für mich auch eine sehr gute Formulierung, deswegen habe ich die auch eingeschrieben, weil die halt natürlich meine ist. Ne? Obviously. Ich
merke, dass ich mir nicht genug Raum einnehme. Und das nicht unbedingt in Beziehungen oder so im engen Kreis, weil da habe ich das Gefühl, dass ich das gar nicht mehr habe. So. Das ist ja auch so ein Löwending. Ich bin Sonne, Mond, Löwe und dann noch drei andere Positionen auch im Löwen. Das gehört da halt schon dazu und ich merke, da ist irgendwo eine Resonanz da. Und ich merke, dass ich da einfach irgendwie so, ja, dass das irgendwie da sein soll. Ich habe jetzt auch kein Bedürfnis irgendwie, keine Ahnung, so auf so ein Speaker zu sein oder so. Das habe ich früher öfters gemacht. Jetzt nicht im riesengroßen Rahmen, aber schon vor hunderten Menschen so. Und das ist, dementsprechend kenne ich so, das, und das ist es auch nicht, was ich suche. Mhm. So, das ist es nicht. Ich erlaube mir, im Mittelpunkt zu stehen. Mhm. Ja, da ist natürlich schon viel dran, so, ne? Your face is telling us that. I cannot lie. Da kommt schon viel durch, ne? Auf der 4-6er Ebene ist so der größte Schatten, Angst zu haben, zu viel Raum einzunehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt zu diesem Profil gehörte oder was das bei mir war. Auf jeden Fall, das ist bei mir ein großer, und das hat halt mit mir Full Body resoniert überall. Und das habe ich in der Vergangenheit auch schon immer gemerkt, so, dass ich immer Angst hatte, zu viel Raum einzunehmen. Ich habe mir den oft eingenommen, aber danach habe ich mich oft schlecht gefühlt, weil ich dachte, ah, das war zu viel. So. Ich habe zu viel geredet. So. Und ich glaube, du darfst auch mit deinem Sein schon im Mittel, also den Mittelpunkt suchen. Ich glaube, du hast noch viel so, wenn ich viel rede und erkläre und dann kann ich inspirieren, aber ich glaube, du kannst noch viel mehr mit deinen Sein oder Taten auch inspirieren. Und vor allem auch mit dem Unperfekten, ne? Das und haben wir ja gerade gemerkt. Oh, ja. Mit dem Unvorbereiteten und dem Unausgeklügelten. Ja, genau. Nicht nur mit damit Raum einzunehmen. Aha. Nicht nur mit deinem... Mit der Lösung und mit dem Masterplan. Sondern auch mit dem Mess. Du bist jetzt in diesem Moment mit deinem Sein, mit all dem, was du schon gelernt hast und was du schon weißt und was du schon kannst. Und auch, aber auch allem, was du noch nicht weißt und was du noch nicht kannst. Nice. Dankeschön. Danke. Sehr, sehr nice. Danke. Komplett? Ich glaube, das ist es. Ja, ich glaube, damit sind alle Quests komplett. Damit ist rund. Super. Nee, das möchte ich jetzt noch nicht. Doch, möchte ich. Und dann hat es sehr resoniert, dass du gesagt hast, dass du dir deine Bühne nimmst. Geht darum, sichtbar zu sein, oder? Mhm. Ja, aber nicht sichtbar, ja. Aber nicht dieses Gefühl befriedigen, ich möchte gesehen werden, sondern schon, dass ich mit einer Message was verändere. Du möchtest mehr Menschen erreichen. Ja, genau. Ja. Das heißt eigentlich nicht nur die Bühne, sondern das Publikum. Mhm, vielleicht gibt es gar nicht, ja. Mhm. Ja. Oder? Mhm. Bis November? Ja, okay, wie formulieren wir das jetzt? Ich lade mein Publikum ein. Crazy. Ja, ich schreibe es mal so auf, aber ich weiß noch nicht, ob ich es einlogge. Mhm. Oder ich trete vor mein Publikum. Ja, das finde ich schöner. Vor mein aber wirklich? Ja, klar. Okay. Ja. Da summt's aber. Du darfst deine Aura expandieren. Damit die Menschen, also die, deine Aura ist noch zu klein. Deswegen sind da jetzt nur 300 Aura, der war, ne? Leute drin. Ja. Und wenn du die expandierst, dann kannst du auch mehr halten. Also, weißt du, es geht ja gar nicht nur darum, dann in der Lage sein, vor so vielen Leuten aufzutreten oder in Erscheinung zu treten, sondern bist du in der Lage, sie überhaupt einzuladen und auch zu halten. Ja. Es geht ja ganz viel darum, können wir überhaupt diese vielen Menschen halten, unser Publikum. Mega. Jetzt ist es für mich eine runde Sache. Außer, dass ich hier nochmal, da möchte ich nochmal umformulieren, aber das kriege ich jetzt. Ich habe noch einen Vorschlag. Ja. Ich lasse mich nach Hause führen. Warum bist du immer emotional? Hast du ja gesagt gestern. Ja.
Oder ich komme nach Hause. Ja. Oder noch eins, damit es dann läuft. Ja. Ich hatte dir ja schon gesagt, dass ich ein Gefühl von einer Jesus-Inkarnation bekomme bei dir. Und einfach nur diese Frage mal mit reinnehmen. What would be a Jesus question? Was würde Jesus sich als, also falls er das tun würde, was würde Jesus sich als question stellen? Und ich glaube, es ist sehr hoch und sehr hoch. Aber it's not enough. Du kannst mehr. Wir werden nie mehr. Er wird für immer jetzt hier gefangen, er wird nicht mehr mit uns spielen, er wird nichts mehr machen. Jetzt kommt er in Frage. Ja. Nicht aus dem Genius. Ja. Kopf raus. Mhm. Ja. Spür mal rein, dass ich weiß, dass du diese Energie hast und dass du auf deinem Leben noch dahin kommen wirst. Du wirst noch eine Art. Du wirst irgendwann in deinem Leben erreichen, wo du in irgendeiner Form eine Art Jesus verkörperst im heutigen Jahrzehnt. Also stell dir die Frage. Dankeschön für den Input. Damit hast du mich auf jeden Fall sehr aus dem Genius geholt. Dankeschön, ja, das nehme ich mit. Aufmerksamkeit, Fokus liegt halt im Bewusstsein und Beziehung. Deswegen habe ich ja auch gerade auch nur über Bewusstsein gesprochen, oder? Ja, aber es ist, Beziehung ist halt nicht so wichtig für mich. Also ich. Aber es geht ja auch gar nicht um Beziehung. Mir ging es jetzt gerade, also vielleicht ist es aber auch zu konzeptionell. Also darf ich mal eine andere Frage stellen? Was ist ein Bewusstsein? Das wollte ich die ganze Zeit fragen. Aber ich dachte, das wird wieder in den Rahmen sprengen. Ja, im Hier und Jetzt zu sein. Und was denkst du, was ist der Grund, dass du in diesen physischen Körper inkarniert bist? Um mich zu erinnern, wer ich wirklich bin. Erst vergisst man es. Erfahrung Mensch, Leid und Schmerz und Erlebnisse. Und dann merke ich immer mehr, oh, warte mal, was will mir das alles eigentlich sagen? Mhm. Wo komme ich wirklich her? Wer bin ich wirklich? Mhm. Und dann merke ich eben irgendwann mehr Gedanken, Gefühle. Ah, hat mein Körper? Mhm. Genau. Und ich bin aber der Beobachter von dem Sebastian. Das heißt, du sagst, diese große Perspektive von Bewusstsein ist eigentlich dafür dienlich, diese physischen Dinge besser navigieren zu können? Als wenn ich mir dessen nicht bewusst bin und total identifiziert mit meinem Körper bin? Ich denke mal, das ist halt der Sinn des Lebens, ne? Das Spiel. Gott sozusagen hat sie vergessen, wollte sie in der Materie mal erleben, diese Gefühle und alles und Freude und Hass und Schmerz und sowas. Und dann erinnert er sich, oder das Bewusstsein erinnert sich wieder an sich selbst. Und dann fallen quasi diese physischen, körperlichen Dinge, wie jetzt irgendwie Emotionen und so weiter, die fallen dann dadurch weg? Nein, man identifiziert sich bloß nicht mehr damit. Mhm. So. Aber die sind noch da? Ja, klar. Mhm. Also man spürt, da ist so ein kleines Menschlein, wie so ein Kind, sag ich mal, im Kopf. Mhm. Oder ich habe den Körper hier. Und man kann mit dem dann Sachen machen, sozusagen wie ein Computerspiel, ein Avatar, um das Bewusstsein noch in dieser Außenwelt eben zu erhöhen. Mhm. Und dass man die Verbindung herstellt zum Bewusstsein. Das heißt, es geht eigentlich darum, das vorherige Game von ich will Geld verdienen, ich will einen tollen Körper haben, ich will eine tolle Partnerschaft haben und so weiter und so fort, was alle Menschen spielen. Mhm. Geht eigentlich darum, das Spiel auch zu spielen, nur mit der Nicht-Identifikation dessen, aber trotzdem das Spiel zu spielen, sagst du, oder? Ja. Na, aber dann lass uns doch das Spiel spielen. Ja, genau. All in here, tolles Leben. Mhm. Weil du gerade gesagt hast, Beziehung ist dir nicht so wichtig. Aber Bewusstsein würde doch sagen, oh mein Gott, ich bin als Mensch inkarniert, wie geil, eine einmalige Gelegenheit, um zu erfahren, wie geht Beziehung? Wie fühlt sich ein Körper an? Wie verdient man Geld? Wie fühlt sich Regen an?
wie schmeckt Essen und so weiter, oder? Ja, die Erfahrung Beziehung darf ich noch machen, glaube ich. Aktuell sehe ich mich halt mehr erst in der Arbeit, aber ich merke langsam, bin ich ready für Beziehung. Ich glaube, Bewusstseinsarbeit passiert halt im Konkreten. Ja, klar. Weißt du, wie ich meine? Nicht durch Meditation oder durch Bücher lesen, sondern durch, oh, meine Partnerin hat gesagt, sie will nicht mit mir zusammen sein. Das fühlt sich scheiße an. Wie kann ich damit sein? Oh, das Essen schmeckt aber lecker. Oh, lass mich das erkunden. Wie fühlt sich das an? Ich lerne auch alles von Menschen. Oder? Da passt ja, klar. Von Eltern, Freunden, Arbeitskollegen, von ihr. Mhm. Und jetzt natürlich immer mehr und tiefer, klar. Wenn ich mich damit committe, dann lerne ich auch noch ganz viel von ihr. Mhm. Aber dann lass uns nicht sagen, mir ist Beziehung nicht so wichtig. Mhm. Lass uns sagen, mir ist Beziehung ultra wichtig, weil mein Bewusstsein möchte erfahren, wie fühlt sich Beziehung an. Mhm. Weil dafür bin ich ja hier, dafür bin ich ja physisch inkarniert. Also, du hättest ja nicht inkarnieren müssen, du hättest ja auch noch weiterhin unendliches Bewusstsein sein können. Du kannst hier von oben beobachten, was machen die kleinen Menschlein und so weiter. Aber du willst es ja erfahren, sonst wärst du ja nicht als Körper hier. Für mich ist diese Formulierungssache gar nicht so wichtig, wenn ich ein klares Bild im Kopf habe. So, mir reicht auch das Wort Bühne. Mhm. So. Außer ihr sagt oder du sagst, okay, wir sollen hier ein, oder ihr könnt dann besser damit arbeiten, wenn es ein Satz ist. Okay, gut. Wenn du sagst, das ist klar genug, dann ist das klar genug. Cool. Und trotzdem habe ich das Bedürfnis, den Change Facilitator noch mal zu. Ist das richtige Wort? Na, ich schwimme auch noch ein bisschen damit. Achso, ich hatte es ja, was hatte ich denn? Als erstes, als wir rausgegangen sind, hatte ich Disruptive Force. Mhm. Aber es hat halt so, finde ich, einen Ticken negativen Touch. Für dich oder für die Menschen? Ich finde Disruptive richtig cool. Vielleicht ist da wieder mein, ist das dann für die anderen zu doll oder zu negativ? Das ist ja dein Quest, ja. Nicht für irgendjemand anderen. Vielleicht ist da auch interessant, weil ich habe das dann Max geteilt, Disruptive Force auch. Und er da war dann sofort so, ja, aber da musst du ja aufpassen. Das. Und dann meinte sie, ja, aber du sprichst ja genau meine Ängste an, die ich dann habe damit, wenn ich disruptive bin. Ja. Und deswegen habe ich dann wieder... Ha. Und dann habe ich es witzigerweise mit David und Mara geteilt. Und was haben die gesagt? Und Mara war auch nicht mit... Weiß gar nicht mehr. Aber David hat dann auch negativ. Ich habe schon gesagt... Ja, disruptive klingt natürlich erstmal negativ, aber jetzt, wo du das gesagt hast, klingt das natürlich schon viel schlüssiger. Disruptive Force, so, das klingt schon sehr stimmig, es hat sich schon stimmig Spaß. Exhilarating, gibt den Ausschlag. I connect first, I rock the stage no matter what, and I celebrate my disruptive force. Yes. Schon geil. Schon richtig geil. Cool. Du merkst jetzt schon die Angst im Raum, oder? What a day, friends. Quest Fine-Tuning at its finest. Wir sind halt ganz viel mit der Frage gegangen, wofür bin ich wirklich hier? Sowohl, wofür bin ich inkarniert? Auf der tiefstmöglichen Ebene, als auch was will jetzt gerade durch mich hindurch wirken, aber so voll und nicht nur so ein bisschen. Oh, Radical Truth war im Raum ganz stark. Gute Fortschritte, gute Prozesse und gleichzeitig Prozesse on the path. Morgen geht's weiter. Danke fürs dabei gewesen sein. Hier in Poland, in Białowieża. Einladung. In 3,5 Monaten startet die zweite Kohorte von Custodia. Nicht hier in Polen, sondern bei mir zu Hause in Bali, im Zentrum der Insel, in Jatiluwi, UNESCO World Heritage Site, genauso wie Białowieża hier. Mindestens genauso wunderschöne, einladende Natur. Und die zweite Runde von diesem transformativen Container. The Incubator for Birthing the More Beautiful World. Also, unterhalb ist der Link zur Mappe mit allen weiteren Infos. Ich freue mich auf eure Bewerbungen. Wenn ich nächste Woche wieder zu Hause bin, stehen viele Gespräche auf der Agenda. Excited for that. Bis morgen. Bye-bye.